Hallo und willkommen, meine Freunde, zu einem weiteren Teil Daftel Games Eurofishing. Wir sind hier noch mitten in einer Session. Mein Fraps ist gerade mal wieder übelst abgeschmiert. Wir versuchen gerade noch in der Ego-Perspektive zu kommen, aber wissen gar nicht mehr, wie das ging. Aber auch nicht schlimm. Ich weiß es nicht. Mir tut sich jetzt gerade gar nichts. V? Nee, passiert nichts. Letztendlich. Ja, das sind keine perfekten Würfe, aber ich möchte da. Die 2 muss dann da wieder weg. Also jetzt so 9:30 rum passiert hier gar nichts. Irgendwie. Was ich schon sehr merkwürdig finde. Oh je, oh je, oh je. Nee, das ist mir zu schlampig hier vorne. Das schmeißen wir vernünftig raus. Aber ich komme auch nicht weit. Das ist mein Problem. Oh Gott. Oh Gott. Also ich weiß nicht, immer wenn mein Fraps läuft, kann ich komisch nur rausschmeißen. Ich hab echte Auswurfprobleme. Jetzt aber. Sehr schön. Das Frettchen, ich will wissen, wo das Frettchen steht, ob der jetzt hier noch neben mir steht oder nicht. Ich bin mir da gar nicht sicher. Wo der da steht, steht der noch hier? Frettchen hat die Wanderstiefel an. Ja, warum braucht der neue Stiefel? Weil der einmal komplett um See ist. Aber wir fangen hier auch nichts.
drüben steht doch auch einer, oder? Genau gegenüber. Da kann er mir doch erzählen, was er wollt. Also hier jetzt die Stelle ist, weiß ich nicht. Also ich kann es nicht beschreiben, was hier gerade passiert. Nur zwei Fische haben wir bisher gehabt. Das ist echt bitter und mager, muss ich ganz klar sagen. Da hätte ich jetzt aber echt mehr schon von erwartet und erhofft. Schau nochmal nach, ob wir... Ja, wir haben Sixer drauf und Schwimmbrot. Wir könnten nochmal... Ich lasse das Brot nochmal drauf. Na. I zumachen. Also das lassen wir auf jeden Fall nochmal drauf. Oh mein Gott. Machen wir die zweimal wieder rein. Da haben wir ja den großen Mais drauf. Aber da passiert auch irgendwie gar nichts. Sehr untypisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wo gehen meine Würfe hin? Ich ziele geradeaus und die gehen alle nach links. Also das ist, wie verhext ist das hier. Ich kann das nicht beschreiben. Jetzt schmeißen wir mal ganz sachte raus. Ah, sagt es was anderes, aber es passt. So, lassen wir es zumindest mal. Und dann warten wir jetzt mal hier ab, ob sich hier was tut. Er ist bei 170 jetzt und der Dorn bei 123. Also die legen ganz schön vor. Sehr, sehr untypisch, dass hier gar nichts gerade passiert. Tät mir denn dagegen über. Da steht jemand. Also ich könnte schwören, dass da jemand steht. Seht ihr das da? Wo ich hingucke. Irgendeiner steht da. Muss da einer stehen, oder? Hm. Kurios, kurios. So, der Dorn ist weg. Isabelle ist auch weg. Sind fast alle weg jetzt hier. Nur das Frettchen noch da.
Auf jeden Fall ist diese Folge wieder vorbei und ob wir jetzt wirklich hier nochmal einen Fisch rausziehen oder nicht, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss, ciao und bye bye.